Zurück zu Far Cry 4, Part Nummer 6. Seht euch das an, als hätte Paga nicht bereits genug verbrochen. So. Wo muss... muss Paga und seine Anhänger töten. Dafür müssen sie... Wo müssen wir hin? Da lang, okay. Dann werden wir da mal... hinsegeln. So. Los geht's. Kann man hier schön die Aussicht genießen. Oh Mann, einer. Bin ich ja richtig weit gekommen, ey. Oh Mann, ey. Auto hier, ey. Oh Mann, ey. Keine Fahrzeuge, ey. Ich werd bekloppt, ey. Da auch noch hinlatschen, ey. Na, ist ja nicht weit, ey. Oh, meine Fresse, ey. Hier ist auch kein Jeep, ey. Nix, gar nix. Was ein Scheiß. Töt die Wachen und rette mindestens zwei Geiseln. Oh Mann, ey. Lass mal gucken, wie ich hier hochkomme. Hoch mit dir. Oh Mann, ey. So ein Bullshit, Alter. Okay, dann machen wir das jetzt mal ordentlich hier. Ja, das ist zu hoch. Oh, geh doch da hoch, ey. Ach, die Mission ist das alles klar. Ja. Du scheiß Rummischlöcherei hier. Müssen wir jetzt mal killen, Alter.
Hier kommt heute jeder ran. Ich muss stark sein. Wunderbar. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du den Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Geiselrettung. Mission beendet. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht. Erreiche den Außenposten. Aber den machen wir im nächsten Part weiter. Haut da rein. Bis dann.